Ohne sie ist unsere Landwirtschaft nicht vorstellbar. Viele Betriebe haben sich auf die Haltung von Milchkühen spezialisiert. Mit viel Herzblut. Es geht immer um das Tierwohl an sich, an die einzelne Kuh oder das einzelne Tier. Und dafür versuchen wir, die optimalen Bedingungen zu schaffen. Wir können alles gewährleisten auf diesem Standort, dass die Kühe sich hier wohlfühlen. Wir haben die Futterproduktion dafür. Und wir haben vor allem die Möglichkeit, viele Leute von der Landwirtschaft zu ernähren. Und das ist der hauptausschlaggebende Punkt. Und so ist unsere Kuhanzahl für diesen Standort hier optimiert. Doch wie lange halten Betriebe noch durch? Bei gerade mal 20 Cent für einen Liter Milch. Die Preismisere schlägt voll ins Konto und treibt den Strukturwandel voran. Zuerst getroffen hat es kleine Betriebe. Mehr als 3000 in Deutschland haben binnen eines Jahres das Melken eingestellt. Die Existenz weiterer Milchbauern steht auf dem Spiel. Kornkammer Deutschland. Moderne Produktionsverfahren sichern hohe Qualitäten und Erträge. In Mecklenburg-Vorpommern wird sehr viel Weizen in andere Staaten der Welt vermarktet, weil er eben bekannt ist für seine hohe Eiweißqualität. Andere Regionen der Welt können aufgrund klimatischer Bedingungen nicht solch hohe Rohproteinwerte erzielen. Wir können das hier und sind deswegen ein gefragter Player am Weltmarkt. Werden die Landwirte Weizen dieser Qualität auch nach der neuen Düngeverordnung anbauen können? Und was kommt als nächstes? Verlässlichkeit und Augenmaß sind notwendig, damit Landwirtschaft heute und morgen eine Perspektive hat. Landwirtschaft darf nicht Spielball der Politik sein. Hohe Anforderungen werden an die Schweinehalter im Land gestellt, 365 Tage im Jahr, damit Verbraucher mit gutem Gewissen Fleisch essen können. Es wird alles nur noch mit Qualitätssiegeln produziert. Es ist auch fast nicht mehr möglich, Tiere am Markt abzusetzen, die nicht diese Qualitätssiegel haben. Und wenn man sie dann produziert, dann geht es nur, indem man diese Tiere sehr, sehr stark unterpreisig verkauft. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass alleine das Ferkel schon einen Preis zwischen 60 und 70 Euro hat, das Futter liegt irgendwo zwischen 60 und 70 Euro und was dann noch für Stall und die Arbeit und die Mitarbeiter übrig bleibt, ist das schon ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Mit 1,25 Euro fürs Kilo Fleisch sogar ein dickes Minusgeschäft. Kein Bauer hält das lange durch. Viele haben ihre Schweine abgeschafft. Von einem aufs andere Jahr allein in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 105.000 Tiere. Ein Ende ist nicht in Sicht.